Herzlich willkommen bei unserem neuen Format Archery Talk. Heute bin ich hier zusammen mit Philipp. Philipp ist seit September bei uns. Mhm. Und wir haben heute mal Lust, einen unserer... Jetzt muss ich schauen, Philipp, nimmst du es kurz? Na klar. So. Einen unserer Fertigpfeile nachzubauen. War mal ganz ehrlich, Zeit haben wir im Moment ziemlich viele, zumindest die meisten von euch. Und jeder, der Pfeile gebaut hat, weiß, man braucht zum Pfeilebauen in der Regel richtig viel Zeit. Und der Philipp das heute mit mir macht, haben wir einfach mal ein bisschen Spaß zusammen, bauen die Pfeile und schauen mal, was uns über den Bogensport so einfällt, oder? Genau. Philipp, bevor es losgeht, gibt es ein paar Dinge, die wir brauchen. Dann schieß mal los. Was haben wir? Um unseren Schaft nachzubauen, brauchen wir natürlich die Schäfte. Dann brauchen wir die Federn. Zwei verschiedene Farben sind es bei unserem Fertigpfeil. Was machen wir? 4 Zoll Shield. 4 Zoll Shield, genau. Und rot wird die Leitfeder. Genau. Dann brauchen wir Inserts, die Nocken und natürlich die Pfeilbaukomponenten. Das sind zum einen das Befiederungsgerät, Befiederungsklebeband, der Kleber für die Federn und dann noch ein paar Utensilien, um den Schaft zu bearbeiten. Und nicht vergessen die Spitze, weil sonst macht das Schießen nicht so viel Spaß. Ganz genau. Ich würde sagen, wir fangen erstmal an. Und du fängst an mit dem Steelbrush, oder? Jawohl. Wichtig ist einfach, den Schaft mal von innen zu reinigen, dass wenn wir das Inside einkleben, dass der Kleber gut haftet, dass es einmal sauber ist. Und ganz Philipp, genau. Du fängst an. Einfach mal kurz ein bisschen rein. Einmal den Schaft ein bisschen aufklopfen. Und dann mit einem Q-Tip, am besten mit Alkohol getränkt, unten nochmal sauber machen. Sieht schon ziemlich gefährlich aus, so eine Bürste, ne? Das stimmt. Wichtig ist, wer irgendwie aufregende Jugendliche zu Hause hat, ist zum Reinigen da und nicht zum Trinken. So, Philipp. Das ist eine gute Idee mit der Kappe. Okay. Die Inserts haben wir vorher mit Sandpapier auch ein bisschen angeschliffen. Machen wir jetzt auch noch mal kurz sauber. Wann hast du deinen ersten Pfeil gebaut? Das ist bestimmt gute 10, 15 Jahre her. Ja? Alleine oder in guter Begleitung? Mein Vater hat es mir gezeigt. Kannst mich hier ruhig überrunden. Jawohl. Ich nehme schon mal einen Kleber an. Hast du es auch noch mal gereinigt? Ja. Ja. So. War das ein Holz- oder ein Carbonpfeil? Bisher nur Carbonpfeile gebaut. Ja. Holzpfeile eher seltener. Das war für mich früher, das ist ja natürlich heute noch ein krasses Geduldsspiel. Hm. Aber man wurde ja im Leben immer geduldiger, deswegen geht es heute einigermaßen. So. So. Das ist ein Sekundenkleber, deswegen geht es relativ schnell mit den Inserts. Alternativ könnte man auch einen schönen Heißkleber nehmen. Dann kann man die Inserts auch mal wieder rausholen. Ich stecke schon mal die Nocke vorher rein. Okay. Gibst du mir mal kurz eine? Übrigens für alle, die sich gerade fragen, welche Nocke, ich meine, die Schäfte sind ja jetzt durchaus nicht unbekannt, aber wir haben die im Easton Durchmesser, also Punkt 245. Genauso dann auch unsere Nocken. Und wir bauen jetzt exakt den Schaft nach, beziehungsweise den Pfeil, und die haben eine weiße Nocke. So, so dann einmal den Schaft da sauber machen, wo die Federn raufkommen. Hast du eine Lieblingsfederform oder Federlänge? 4 Zoll Shield finde ich auch ideal. Also so wie wir es jetzt gerade machen. Der Klassiker, ha? Genau. Ich finde, ich muss ganz ehrlich sagen, Banana Cut finde ich nicht schlecht. Ja, schön. Sieht für mich so ein Ticken dynamischer aus. So. Legen wir los, oder? Mit den Befiedern loslegen, genau. Die Kerbe der Nocke natürlich nach oben, weil wir mit der Leitfeder anfangen. Sieht man übrigens auch, jeder, der unser Befiederungsgerät kennt, wir haben hier so eine kleine
Nut, glaube ich, nennt man das, ja, korrekterweise, genau an der Stelle, wo die Leitfeder rankommt. Gibt auch ein paar Schützen, die haben keine Leitfeder, die mögen einfach, dass alle drei Federn in derselben Farbe sind. Wir nehmen aber Rot. Warm? Okay. Übrigens, für alle, die mit dem Smartphone unterwegs sind und wissen möchten, welche Federformen und Farben wir haben, einmal hier unten den Barcode einscannen. Und dann kommt ihr bei uns auf die Webseite und dann könnt ihr direkt gucken, welche Federformen und Federfarben ihr bei uns bekommt oder bei einem unserer Bärpor-Händler. So, dann nehmen wir unser Befiederungsklebeband. Damit geht es schön schnell und einfach. Hast du schon immer mit Befiederungs- oder Fletching-Tape gearbeitet oder hast du auch mal den Kleber hinter dich gebracht? Meistens der Kleber, aber seitdem ich das auch probiert habe, das geht wirklich einfach deutlich schneller. Vor allem früher oder so, wenn du zu viel Kleber drauf hast, dann ist das immer verlaufen und dann sah das immer aus wie Sau. Und was immer braucht, ist einen guten Assistenten beim Schneiden. So. Du siehst, ne? Ich hätte auch Chirurg werden können. So. Einmal nochmal festdrücken. Doppelseitige Klebeband abziehen. Und einmal festdrücken. So, Philipp, geben und nehmen. Für alle, die die Federn an die gleiche Position kleben wollen, was auch Sinn macht. Ich meine, viele, die das länger im Bogensport ist, kennen das, aber wir haben hier so eine kleine Skalierung. Und ich glaube, auch du hast das auf den ersten Strich gemacht. Ich fange mit dem ersten Teilstrich an, genau, das reicht für meinen Finger. Man sieht optisch auch genau, aus. Es geht darum, wenn wir ankern, wie viel Platz brauchen eure Finger, damit die nicht direkt an der Feder dran sind. Mhm. Du hast aber ganz schmale Finger, daher reicht es. Das Krasse ist, wenn du mal deinen eigenen Pfeil gebaut hast und den dann verschießt, es gleicht einem Weltuntergang. Das stimmt allerdings. Ich hatte mal meinen allerersten Jagdpfeil. Da habe ich durch die Formscheibe geschossen und dahinter war ein Stein und da hatte ich so eine ganz kleine Macke drin gehabt vorne, wo die zentriert zusammengelaufen sind. Okay. Sag ich mal, ich traue heute noch der Jagdspitze. Man passt auf jeden Fall besser auf seine Pfeile auf. Das stimmt, ja. Hat so ein Ticken was mit Wertschätzung zu tun, passt eigentlich zur heutigen Zeit ganz gut. Und eins ist natürlich auch klar, sobald man seinen Pfeil das erste Mal selber gebaut hat, macht man natürlich auch nichts anderes mehr. Kauft man sich keine Fertigpfeile mehr. Ist es so? Ja, bei mir war es definitiv so. Weil man ja viel mehr Spielräume hat, was man alles machen kann. Übrigens, das soll jetzt hier nicht in krasser Eigenwerbung enden, aber was tatsächlich, woran ihr richtig gute Federn erkennt, ist an einem gleichmäßigen Kiel, weil nichts ist schlimmer, wenn ihr noch mit Kleber arbeitet oder Fletching Tape, wenn es mal saudünn ist und dann wird es wieder dick. Und ich glaube, wir haben bei unseren Federn haben wir wirklich einen guten Job gemacht, oder? Auf jeden Fall, also die gefallen mir richtig gut. Hast du einen Lieblingsschaft bei Bärpor oder generell? Ja, der Hunter Extreme ist natürlich ein Top-Schaft, aber auch der neue Timberstick gefällt mir richtig gut mit der Holzoptik. Ja, den haben wir ja lange vermisst im Sortiment. Der ist jetzt Gott sei Dank wieder zurück. Passende Schere zu finden ist übrigens extrem wichtig, wenn es um den Fall geht. So. Bist du schon bei der dritten? Naja, du, ja, genau. Ich habe dir ja den Vorsprung gelassen beim Fletching Tape. Deswegen bin ich jetzt bei der zweiten. Immer noch mal drüber streichen habe ich auch in meinen jungen Jahren. Kann man schon ruhig noch machen. Durfte ich das lernen. Was ist so das Allerwichtigste an einem Pfeil bei dir oder für dich? Ja, auf jeden Fall die Genauigkeit, mit der man den Pfeil baut. Dass man da ein bisschen aufpasst. Ich meine, wir sollten jetzt nicht über Pfeilphysik anfangen, weil das ist ungefähr genauso, wie wenn man über Religion spricht. Das stimmt allerdings. Aber bist du so tendenziell eher ein Fan von
von der Philosophie eine schwere Spitze zu haben, die den Pfeil, ich sag's jetzt mal ganz einfach runtergebrochen, hinter sich herzieht, oder hast du da eine andere Philosophie? Also wichtig ist mir, dass der Pfeil einfach gut fliegt, dass das Beinwert passt. Dann bin ich eigentlich schon zufrieden. Ja. Was hast du gerade noch gemacht? Hast du noch Punkte gesetzt? Ich habe nochmal Punkte auf die Federkiele vorne gesetzt, einfach um das Befiedigungsklebeband noch ein bisschen zu unterstützen, dass wenn der Pfeil mal wirklich ins Erdreich geht oder so, dass die Feder einfach geschützt ist. Wenn der Pfeil ins Erdreich geht? Das soll ja auch mal passieren. Ja. Du meinst, wenn du nicht triffst? Aha. Okay. Ja, bei uns sind Standardpfeilen, der Philipp kann es euch noch mal kurz zeigen. Da haben wir es mit einem Schlauch gelöst. Auch eine gute Lösung, vor allem hier schön mit unserem Logo drauf, dem Bärchen. Finde ich auch ganz nett. Aber selbe Funktion, ne? Ganz genau. So, eine Sekunde noch, Philipp. Also gegen mich im Pfeilbau-Wettbewerb der Geschwindigkeit haben wir auf jeden Fall einen dankbaren Gegner. So, dann klaue ich mir noch gleich deinen Kleber und dann. Genau. Immens. Kannst du gerne auch hinten noch mal ein paar Punkte drauf machen. Machst du das? Ja, auf jeden Fall. Siehst du, jetzt hat sich der andere Kleber mal einen Pulli verhangen. Den nehme ich dir ab. Ja. Die habe ich auch noch nicht bei mir dran. Also eng anliegende Kleidung benutzen oder besser mit dem Kleber umgehen. Jawohl. Beziehungsweise den Kleber auch mal schließen. Ja, sonst trocknet er aus, bitteschön. Eigentlich bräuchten wir jetzt noch ein Gefäß, wo wir die Pfeile reinstellen. Aber ich glaube, das Resultat kann sich schon sehen lassen. Nicht schlecht. Jetzt haben wir keine Spitze dran. Vielleicht machen wir die noch. Der Vollständig. Ganz am Ende. Unsere 3D-Kombo-Spitze aus Edelstahl mit O-Ring. Einmal hier. Ich weiß nicht, wie viel Grain hast du uns organisiert? 100 Grain habe ich jetzt mal genommen. 100 Grain. Könnte ein Tick zu schwer sein für so einen 800er Schaft. Oh ne, wir haben einen 600er, dann sieht es eigentlich ganz gut aus. Ja. Und denk dran, Pfeilphilosophie. So. Ja, gut. Carbon-Schäfte sind in der Regel immer ziemlich gerade. So, jetzt schauen wir nochmal. Jawohl. Absolut. Mindestens genauso schön. Ja. Und wir könnten jetzt damit schießen gehen. Einmal oder zweimal, je nachdem, ob wir das Erdreich treffen oder nicht. Aber ich denke nicht. Und ja, für alle, die jetzt eher ticken zu Hause bleiben, können auf jeden Fall die Zeit nutzen, sich ein paar Pfeile zu bauen. Equipment gibt es alles bei Berpo, was man so braucht. Und wie du vorhin gesagt hast, ne, der Kreativität ist da, sind da keine Grenzen gesetzt. Ganz genau. Dann viel Spaß daheim beim Pfeile bauen. Lasst uns mal wissen, wie das bei euch zu Hause ausschaut, ob es genauso ausschaut wie hier. Und habt viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Jo. Ciao. Macht's gut.